dass wir das Passwort ändern können, dann könnt ihr hier oben drauf auf das Pfeil klicken, auf die Settings klicken, Passwort ändern anklicken. Dann könnt ihr das aktuelle Passwort eingeben und euer neu gewünschtes Passwort eingeben. Das neue tun wir wiederholen und dann tut man es abspeichern. Gleich funktioniert es bei Anmeldenamen. Dann tut ihr den aktuellen Anmeldenamen rein, den neu gewünschten Anmeldenamen, eine Wiederholung vom neuen Namen und abspeichern. In diesem Bereich hier könnt ihr eure Kontakt-E-Mail-Adresse abändern oder die könnt auch euren Namen ändern, wenn ihr das möchtet. Die könnt ihr dann abspeichern und die Änderung ist hinterlegt.